Danke auch von meiner Seite, ist sehr interessant gewesen. Und jetzt ist eine Freude für mich, Dirk Revensdorf begrüßen zu können. Und da wir vermutlich einige Neulinge haben, die nicht die Hypnotherapie-Szene so kennen, Dirk ist einer der maßgebenden Hypnotherapeuten in Deutschland und weltweit. Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich nicht die wissenschaftliche Anerkennung, die die Hypnose hat jetzt als evidenzbasiertes Verfahren. Er war aber über Jahrzehnte Professor für klinische Psychologie in Tübingen, hat unglaublich viele Doktorarbeiten, Diplomarbeiten initiiert, er betreut, selber viel Forschung gemacht, hat dafür auch internationale Ehrungen bekommen. Und für mich, da ich ja die Evolution-Konferenzen organisiert habe und auch moderiert habe und die Besten in der Welt gesehen habe, ich denke immer, es gibt kaum jemanden, der einerseits selber so gut Therapie macht und gleichzeitig so subtil beschreiben kann, was er macht. Also es gibt andere, die gut beschreiben können und es gibt Leute, die gut Therapie machen, aber die Kombination, die ist wirklich außergewöhnlich und von daher freue ich mich und warte schon drauf, was du jetzt zu dem Thema sagen wirst. Bernhard, vielen Dank für die super freundliche Einführung. Da fällt es mir jetzt ganz leicht, einfach anzufangen. Nachdem Mario ganz viel über die praktische Umsetzung und die praktische Inszenierung dieser Therapie, dieser Ketamintherapie, der augmentierten Therapie auch gesagt hat, möchte ich den Rahmen ein bisschen weiter spannen, indem ich nämlich erzählen möchte, wie hängt das Ganze eigentlich mit unserem Verständnis von Bewusstsein zusammen? Weil alles spielt sich im Bewusstsein ab. Unsere Störungen genauso wie unser gesundes Dasein. Und ich will mal so anfangen, der Konsum von Psychedelika, ihre zunehmende Legalisierung, die Zunahme von Verschwörungstheorien, eine erhebliche Tendenz zu Verschwörungstheoretikern unter den Konsumenten, die Nähe von Psychedelika zu Psychosen und Paranoia einerseits, aber auch zur Selbstentwicklung im Gedankengut von Buddhismus, von Meditation und Yoga. Das zusammen konvergiert zu einem Lebensgefühl, das die von der Aufklärung diktierte rational-wissenschaftliche Durchdringung der Welt transzendiert. Es ist, als hätten die Ernüchterung über die Grenzen des Wachstums und die Grenzen der bürgerlichen Alltagsvernunft so ein bisschen die Hoffnung geschürt, es muss etwas geben jenseits dieses Bewusstseins, mit dem der Mensch bisher Lebensräume in Besitz genommen hat, und im Begriff ist, sie zu vernichten. Das Merkmal der vernunftgeleiteten Orientierung in der Welt ist die duale Beziehungsqualität, das heißt die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt. Sie stabilisiert die Ich-Grenzen, aber degradiert alles andere, inklusive der Personen, zu Gegenständen der Betrachtung und Manipulation. Damit bin ich fremd in der Welt. Und entfremdet von dem Teil in mir, der mit anderen und im Universum vielleicht verbunden sein möchte, so wie im Sinne von Bubers Ich-Du-Beziehung. Die psychedelischen Substanzen heben für einen kurzen Zeitraum diese Dualität auf und damit die Entfremdung. Spürbar wird die wiederhergestellte Verbundenheit mit anderen Menschen durch die Einnahme von sogenannten Entaktogenen, wie MDMA, das ist Ecstasy, oder GHB. Die Verbundenheit mit dem größeren Ganzen durch die Einnahme von sogenannten Entheogenen wie DMT, das ist Ayahuasca, oder Mescalin, das ist der Peyote-Kaktus, oder auch die Pilze. Auf diese Weise löst sich das Individuum aus der gewohnten Fixierung und es kann den Kontakt zu einem größeren Ganzen wieder wahrnehmen. Es ist fraglich, glaube ich, ob man die Selbstbeschränkung auf den individualistischen Egozentrismus, den unsere Zeit eigentlich auszeichnet, so einfach aus eigener Kraft überwinden kann. Oder besser, mit Hilfe von Substanzen, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Vielleicht ist es ja ein Geschenk der Evolution, dass sie den Menschen Ayahuasca, Peyote und bestimmte Pilze anbietet, die diese psychedelischen Substanzen enthalten. Vielleicht ein günstiger Zufall, vielleicht ein göttlicher Wille. Oder vielleicht ein Regulativ im Sinne einer Gaia-Theorie. Das würde über einen, und das finde ich wichtig, molekularzellulären Reduktionismus bei der Analyse und Beforschung psychoaktiver Wirkungen hinausgehen und eine Erweiterung des Denkens in eine spirituelle Dimension ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Kulturen kontemplative Traditionen,
die ebenfalls veränderte Bewusstseinszustände anstreben, um den Dualismus von Ich und Objekt hinter sich zu lassen, die aber ohne von außen zugeführte Substanzen auskommen. Viele dieser Praktiken erfordern lange Einübungen in Gebete, Meditationen, schamanistische Rituale, deren Mühe wenige auf sich nehmen möchten und die der moderne Lebensstil auch nicht zulässt. Stellen Sie sich vor, eine Familie mit zwei berufstätigen Eltern und drei Kindern, und die Eltern ziehen sich täglich 2 bis 3 Stunden zur Meditation zurück. Nicht so gut denkbar. Daneben gibt es die hypnotische Trance, die leicht erlernbar ist und sowohl subjektiv eine Annäherung an das non-duale Erleben ermöglicht, als auch neurophysiologisch, und das ist das Interessante, ähnliche Mechanismen mobilisiert wie die psychoaktiven Substanzen. Der gemeinsame Nenner ist die Entropie, die in bestimmten Hirnstrukturen zunimmt und die Auflösung von Konnektivitäten, wie Mario vorhin auch ausgeführt hat, und die Neurekonsolidierung von bestimmten Verbindungen zu neuen Strukturen, zu neuen Denkstrukturen. Trotz der bemerkenswerten Ähnlichkeiten in der therapeutischen Indikation und auch in den zugrunde liegenden Wirkmechanismen ist bisher die Verwandtschaft psychedelischer Substanzen und die hypnotische Trance wenig Beachtung geschenkt worden. Erikson hat vermutet, dass hypnotische Trance ein veränderter Bewusstseinszustand ist. Damit stand er nicht allein, aber es gab auch Denker, die sagen, das war alles nur Simulation oder es ist alles nur Simulation. Erikson war sicher, das war ein veränderter Bewusstseinszustand, in dem die üblichen Glaubenssätze und die gewohnten Bezugsrahmen vorübergehend verlassen werden können, sodass obsolete Verknüpfungen zwischen Begrifflichkeiten, Verhalten, äußeren Reizen aufgelöst werden und neu gefunden werden. Er kannte die Forschung mit den bildgebenden Verfahren nicht. Aber er formulierte etwas, was die Neurophysiologie heute bestätigt. Er meinte, bevor man sich an die Arbeit macht, das Ich zu stärken und zu stabilisieren, kann es eine gute Idee sein, es vorübergehend außer Kraft zu setzen, dieses Ich, mit dem Alltagsdenken, um eine Neuorientierung zu erleichtern und auf diese Weise vielleicht den Patienten oder Menschen generell aus ihren kognitiv-emotionalen Sackgassen zu verhelfen. Ein frühes Experiment der kognitiven Psychologie zeigt, dass die Erweiterung des Bezugsrahmens bei der Problemlösung hilfreich sein kann. Ein Teil der Probanden konnten das bekannte grafische Rätsel nicht lösen, wie man die im Quadrat angeordneten 4 Punkte mit nur 3 Linien verbindet. Man gönnte ihnen eine kleine Pause und zeigte ihnen beiläufig ein kleines Experiment. Kann das kleine Buch das große zudecken? Würde man sagen, nicht. Doch, es kann es. Man muss bloß die Dimension ändern. Man muss es aufrechtstellen und drauflegen. Belanglos. Nach dieser belanglosen kleinen Demonstration konnten die Probanden, die gescheitert waren, die 3-Strich-Aufgabe lösen, ohne weitere Instruktionen. Das heißt, es scheint so, als wenn man den Lösungsraum erweitert, in dem Fall durch Handlung einerseits, aber auch durch diese dritte Dimension, fällt es leichter, sich von den Einschränkungen zu befreien, die eben diese 4 Punkte in diesem Rätsel suggerieren, was eben leider eine Begrenzung des Denkens ist, die unnötig und auch nicht produktiv ist. Auch Träume können festgefahrene Vorstellungen auflösen. So ging es Kekulé 1748, als er in seinem Lehnstuhl eindöste und die bis dahin gewohnte Vorstellung der linearen Anordnung der Kohlenwasserstoffe hinter sich ließ und auf eine ringförmige Anordnung des Pinzols kam, indem er von einer Schlange träumte, die sich in den Schwanz beißt. C6H6. In manchen Fällen behindert einfach das gewohnte Denken, hier die lineare Anordnung der Kohlenwasserstoffe, die kreative Lösung. Doch Menschen verlassen ihre Gewohnheiten ungern, weil sie vermittelt Sicherheit. Der Neurowissenschaftler Robin K. Hart Harris führte 2014 den Ausdruck ein des entropischen Gehirns, um zu verdeutlichen, dass sich bei unserem Gehirn um ein sehr komplexes Organ handelt, was eine enorme Leistung vollbringt, nämlich die Entropie, das heißt die völlig ungeordnete Menge von Informationen, die ständig auf uns einströmen, von innen wie von außen. Diese Informationen zu reduzieren, und zwar einer Form,
dass eine schnelle Orientierung möglich ist. Wir können sofort erkennen, dass ein Mensch, sogar ein Mensch, den ich mag, dass ein Mensch, den ich meide, das ist ein Auto, da muss ich von links aufpassen, von rechts aufpassen. In Sekunden, Millisekunden schnelle, das schafft das Gehirn. Diese unglaubliche Menge von Informationen zu ordnen in ein System, was uns die Orientierung erlaubt. Und das wird ermöglicht durch eine Hierarchie von Netzwerken, die alle unterschiedliche Aufgaben bewältigen, nämlich Motorik, Sensorik, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Handlungskontrolle. Mal das nächste Bild. Genau. Und es gibt eben ein übergeordnetes oder mehrere übergeordnete Netzwerke. Das eine, was uns hier interessiert, ist das DMN, das Default Mode Network. Sozusagen die Standard-Ruheeinstellung des Gehirns. Weitere wichtige übergeordnete Netzwerke, das Aufmerksamkeitsnetzwerk und das Handlungskontrollsystem rechts außen. Das DMN, das Default-Mode-Netzwerk, das ist aktiv, wenn man im entspannten Zustand seinen Bewusstseinsstrom freien Lauf lässt. Es resultieren dann schweifende Gedanken, die in Selbstreflexion und Tragträumen über das eigene Ich kreisen. Man denkt die Vergangenheit, man denkt an die Zukunft, man fantasiert Hoffnungen und Ängste. Und diese Art von Rumination ist besonders ausgeprägt bei Depressiven und bei Menschen mit anderen neurotischen Störungen. Dagegen schweigt das DMN, dieses schweifende Denken, während der Aufgabenorientierung. Wenn man aufgabenorientiert ist, hat man keine Zeit, über sich selber nachzusinnen. Das wäre störend, nicht? Die Außenorientierung der Netzwerke Handlungskontrolle und Aufmerksamkeit, die ich gerade vorher gezeigt hatte, sind sozusagen die Gegenspieler der Innenorientierung auf das eigene Ego. Entsprechend ist ein deaktiviertes DMN mit besserer kognitiver Leistung verbunden. Und die Fähigkeit, dieses DMN zum Schweigen zu bringen, also diese ruminierenden Gedanken, ist ein Zeichen gesteigerter Konzentrationsfähigkeit. Man findet bei erfahrenen Meditierern eine viel stärkere Deaktivierung des DMN als bei Novizen. Mit anderen Worten scheint die Unterdrückung des DMN ein Mechanismus zu sein, der das Gehirn von schweifenden Gedanken abhält und die Aufgabenorientierung damit eben erleichtert. Beispielsweise ist das bei schizophrenen Patienten gestört, die können das nicht so gut. Daneben begibt sich dieses DMN in einen veränderten Bewusstseinszustand. Oder besser gesagt, in veränderten Bewusstseinszustand wird es zum Schweigen gebracht. Nämlich im REM-Schlaf, was ich gerade genannt habe, in den Träumen. Oder bei lange geübter Meditation. Unter Einwirkung halluzinogener Substanzen, von denen wir hier sprechen. Und in hypnotischer Trance. Hier dient die Deaktivierung nicht der Aufgabenorientierung nach außen, sondern der Reduktion der Ich-Bezogenheit, des Ruminierens um das eigene Ich, bei weiter bestehender Innenwendung. Dabei scheint das Zurücktreten des Precunius, den wir hier im Bild sehen, dieser Teil hier oben, eine wichtige Rolle zu spielen. Dieser Precunius ist unter anderem für das episodische Gedächtnis zuständig, für die Bewertung sozialer Konsequenzen meines Handelns und für die Selbstreflexion. Das heißt für die Ich-Perspektive. Wenn jemand seinen Namen hört oder liest, dann steigt die Durchblutung in dieser Hirnregion. Das heißt, die Aktivität des Precunius vermittelt dem Individuum das Gefühl, Autor seiner Handlung zu sein. Sense of Agency in Englisch. Sich seiner selbst, seiner Persönlichkeitsmerkmale, seiner äußeren Erscheinung bewusst zu werden. Der Precunius wurde daher The Mind's Eye genannt und ist für die Introspektion bedeutsam. Wenn die Ich-Bezogenheit zu groß wird, dann resultiert eine gewisse Rigidität, die wir als Persönlichkeitsmerkmal oder auch als Störung, wenn wir unter Stress stehen, gut kennen. Und eine Steigerung dieser übergroßen Ordnung ist eben bei Zwängen der Fall. Das Denken kreist ständig nur um die Perfektion, damit sich das Ich völlig sicher sein kann. Oder bei Sucht lässt ebenfalls wenig Freiheitsgrade zu und ist monoman auf die Idee fixiert, dass ich den Tag nicht überstehen kann, wenn ich den Suchtstoff nicht habe. Und bei Depressionen, ein Zustand, in dem zu viel Selbstreflexion eingeengtes Bewusstsein erzeugt und das Ich auf die Vorstellung fixiert ist, wertlos zu sein. Immer scheint es sich um das besorgte Ich zu drehen und das Denken endet in der Sackgasse.
Die Aufhebung der Ich-Bezogenheit, das heißt die vorübergehende Deaktivierung des DMN samt Preconius, könnte eine Entlastung bringen und eine Offenheit und eine Wende für was Neues. Und wenn man die Grafik anschaut, oben ist viel Entropie, unten ist viel Ordnung. Unten ist zu viel Ordnung, oben ist sehr viel Entropie, also sehr viel Chaos von Informationen. Und es gibt diesen Mittelbereich Alltagsvernunft, der charakterisiert ist durch zwei Dinge, nämlich unsere vernünftige, rationale Bewältigung von Problemen, die ja sehr funktional ist natürlich, ohne die kommen wir nicht aus. Und mit dem Gefühl von Ich. Ich bin ich und ich bin der Autor meiner Handlungen. Das ist ja ganz wichtig, dass ich mich einbeziehe, sonst übernehme ich die Verantwortung nicht. Und wenn aber diese Ich-Bezogenheit zu stark wird, dann kommt man eben in diese Depression, Zwang, Sucht, Enge. Und dann wäre es gut, wenn man nach oben hin öffnen könnte, wo mehr Entropie, mehr sozusagen Chaos im Gehirn entsteht. Und bei Träumen kennen wir das ja prima, nicht? Also wir kennen das ja sehr gut, dass Träume sehr, sehr verwirrend sein können. Aber schon Kunst und kindliches Denken, hypnotische Trance und Träume und dann die Psychedelika und schließlich das, was die lang übenden Meditierer eigentlich wollen, nämlich die Auflösung des non-dualen Denkens, dann gibt es kein Ich mehr. Dann ist das Ich und das Objekt nicht mehr getrennt. Ist alles in diesem oberen Bereich mit viel Entropie. Bewusstseinszustände, ob durch Substanzen oder durch Methoden wie Meditation oder sensorische Deprivation, der Samadhi-Tank oder Yoga oder Gebet oder Hypnose erzeugt werden, lassen sich in drei generellen Dimensionen anordnen. Erregung, Beruhigung, Euphorie, Dysphorie und Erweiterung oder Einengung des Bewusstseins. Halluzinogene zählen zu den Substanzen, die zur Bewusstseinserweiterung führen. Zu den bewusstseinseinengenden Substanzen zählen die Opiate, die Amphetamine, Alkohol und die Schlafmittel. Forschung mit bildgebenden Verfahren konnten zeigen, dass psychoaktive Substanzen, hier Psilocybin, das dem Serotonin verwandt ist, wie alle diese psychedelischen Drogen in der Nähe von Mescalin, Peyote, DMT, Ayahuasca, dass unter diesen Umständen, auch LSD fänden die Klasse, die Verbindung zwischen den einzelnen Hirnarealen, die hier an der Peripherie der Kreise eingetragen sind mit verschiedenen Farben. Links sehen Sie den Placebo-Effekt, nämlich wenige Verbindungen, die gut gebahnt sind, die auch vernünftig sind. Und rechts sehen Sie das Chaos, was entsteht, wenn man Psilocybin eingenommen hat. Das heißt, es sind ganz viele Verbindungen, die zunächst mal alle locker da sind. Es werden auch Verbindungen aufgelöst, zum Beispiel die Synchronisierung zwischen sensorischen und assoziativen Arealen im Gehirn. Das heißt, die Zusammenwirkung von Input und gewohnter Integration wird unterbrochen. Man kann in Trance, ebenso wie bei Psilocybin beispielsweise, ein Problem sehen, aber muss es nicht lösen. Die Notwendigkeit ist im Moment gar nicht dann gegeben in dem Zustand. Und verbunden mit der Auflösung der Konnektivitäten zwischen den einzelnen Arealen ist eben eine Zunahme von Entropie zu verzeichnen. Auch die kann man messen. Und sehr interessant, das nächste Bild zeigt, wie sehr die Entropie, also die Unordnung im Gehirn, also die Unregelmäßigkeit der Verbindungen, die im Gehirn entstehen durch Einnahme von LSD und Psilocybin und Ketamin in den drei Fällen, wie sehr die zunimmt im Vergleich zur Placebo-Gruppe, die einem was, ein Medikament kriegen, was keine psychedelischen Wirkungen hat. Das heißt also, die Verbindungen werden aufgelöst und die Entropie, die Unordnung im Gehirn nimmt zunächst mal zu. Es löst sich die gewohnte Ordnung auf im Bewusstsein. Es lockert sich der normale Zusammenhang zwischen und innerhalb der einzelnen Systeme. Und es entsteht ein subchaotischer Schwellenzustand, der neue Verbindung ermöglicht. Und verbunden immer mit der Deaktivierung des ich-bezogenen Denkens. Das Gehirn kann als Filter betrachtet werden, der im Normalfall dafür sorgt, dass irrelevante Informationen, und davon gibt es sehr, sehr viele natürlich, myriadenfach, irrelevante Informationen beiseite gelassen werden, um die Entropie zu reduzieren, um das Ding überschaubar zu machen. Das wird offenbar durch eine sehr effiziente Verschaltung der kortikalen Netzwerke mit dem Thalamus erreicht. Der Thalamus ist die Schleuse für interne und externe Reizzufuhr. Wird diese kortikothermalische Filterschleuse sozusagen durch psychoaktive Substanzen vorübergehend außer Kraft gesetzt,
dann erzeugt es eine mehr oder weniger ungeordnete Information. Flut, die eben das Gehirn einfach ungefiltert überfluten und die Entropie erhöhen. Die Idee, das ist interessant, die Idee, das Gehirn als Filter zu betrachten, stammt von dem Philosophen Henri Bergson, 1896. Die Idee griff Aldous Huxley auf in seinem bekannten Buch The Doors of Perception. Und der wiederum, Aldous Huxley, bezieht sich auf den Titel oder bezieht seinen Titel auf ein Zitat von dem Mystiker William Blake, 1793. William Blake schrieb, if the doors of perception were cleansed, gereinigt, everything would appear to men as it is infinite. Das heißt, wenn die Filter des Alltagsdenkens wegfallen, öffnet sich die Tür zu einem sehr weiten Wissen, das auch mystische und außersinnliche Erfahrungen umfasst. Bei der außersinnlichen Erfahrung kann ich vielleicht ein Beispiel bringen. Ich war ja bei Mario in der Klinik und habe mir dann gleich die doppelte Dosis geben lassen, weil ich es wissen wollte. Und dann hat man dieses außerkörperliche Gefühl. Man schwebt im Raum, aber der Körper ist weg. Also es mag für manche Menschen beunruhigend sein, es ist ein wunderbares Gefühl, aber es ist eben genau das Gefühl, dass der Körper außerkörperlich sozusagen nicht mehr wahrgenommen wird. Das erklärt auch interessanterweise, dass nach klinischem Tod durch Herzstillstand, also die Blutung hört dann auch im Gehirn, außerkörperliche Erfahrungen gemacht werden, da die Zirbeldrüse in der Zeit nach dem klinischen Tod körpereigenes DMT in die Hirnflüssigkeit absorbiert. Also direkt, die braucht keinen Blutkreislauf mehr davon dazu. Nämlich dieses DMT, was in den ein Halluzinogen, was im Ayahuasca enthalten ist. Das würde erklären, wie diese Nahtoderfahrungen zustande kommen. Unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen entsteht eine Art von mentalen Tsunami, wie es der Neurobiologe Sayan ausdrückt. Dabei hört die Ich-Betroffenheit auf. Das Ich tritt in den Hintergrund. Ego-Dissolution, könnte man sagen, also Ich-Auflösung im extremen Fall. Und es wird dem Bewusstsein möglich, sich mit etwas anderem zu verbinden. So fanden eben terminale Krebspatienten unter LSD, dass sie zwar weiterhin Schmerzen hatten, aber nicht mehr drunter litten, sondern empfanden, dass es Dinge gibt, die wichtiger waren, sich damit zu beschäftigen. Diese Reizüberflutung durch Psychedelika hat schon manchmal die Kreativität gesteigert. Denn Mescalin, also den Peyote-Kaktus, der wurde seit Jahrhunderten in indigenen Völkern in Mexiko für spirituelle Rituale verwendet. Aber auch Wissenschaftler wie der Pharmakologe Louis Levin oder der Sexualmediziner Havelock Ellis, der Biochemiker Alexander Shulgin, der Psychologe Timothy Leary, die Schriftsteller Kerouac, Ginsberg, Hermann Hesse, Ernst Jünger und der Philosoph Aldous Huxley nahmen alle Mescalin, um sich inspirieren zu lassen. Und sie berichten bedeutende Erkenntnisse philosophischer und mystischer Art. Zum Beispiel der Nobelpreisträger Carey Mullis behauptet, dass er seine Entdeckung der Polymerase-Kettenreaktion, das ist so eine chemische Reaktion, die man braucht, um die DNA-Analyse durchzuführen, mit Hilfe von LSD gefunden zu haben. Ebenso wird von Francis Crick behauptet, ein anderer Nobelpreisträger, der die Doppelhelix erfunden hat, dass er diese Figur in einem Zustand von LSD gefunden hat. Das durch die Psychedelika ausgelöste Chaos stellt offenbar keinen mentalen Defekt dar, sondern einen Zustand, in dem eine Neuordnung durch Fluktuation möglich wird. Interessanterweise produzieren Spinnen perfekte geometrische Netze, wenn ihnen LSD oder Mescalin verabreicht wird. Während sie unter Einfluss von Kaffein oder Cannabis, also THC, ist es nicht der Fall. Die Bewusstseinsveränderungen durch Psychedelika sind dosis- und substanzabhängig. Und allgemein wird bei hinreichend großer Dosis bei psychedelischen Substanzen von mystischen Erfahrungen berichtet. Als die neuropharmakologische Basis sind verschiedene Modelle vorgeschlagen worden, unter anderem die körpereigene Produktion von Ketamin. Aber vieles bleibt noch unklar. Klinische Untersuchungen in den letzten 20 Jahren konnten zeigen, dass bei Patienten mit schweren seelischen Störungen in wenigen psychotherapeutisch begleiteten Sitzungen, so wie Mario Scheib das beschreibt, mit Psilocybin
positive Ergebnisse erzielt werden konnten. So bei Zwang, bei Rauchen, bei Alkoholabusus und bei therapieresistenter Depression. Sterbende Krebspatienten konnten gelassen sagen, nach einer Therapiesitzung mit Psilocybin, der Tod gehört zum Leben. Das wird plausibel, wenn man sich klar macht, dass durch die Deaktivierung des DMN, dieser Ich-Instanz im Kopf, unter dem Einfluss der Droge das Alltags-Ich zurücktritt und seinen Griff, seinen Zugriff lockert. Denn wenn der Patient nicht mehr meint, sich um sein Ego festhalten zu müssen, dann kann er sich ja etwas Größerem erschließen. Und irgendwie stellt auch dieser vom Verlust bedrohte Mensch, der stirbt, zugleich wieder seine Würde dadurch her. Und alle diese therapeutischen Wirkungen, Rauchen, Sucht und Zwang und Depression, waren über 6 Monate mindestens stabil. Der subchaotische Zustand der Herabsetzung DSM, wie er durch die Einwirkung psychoaktiver Substanzen entsteht und auch im REM-Schlaf vorhanden ist und bei tiefer Meditation, entsteht auch bei hypnotischer Trance. Es ist, als würde diese Schicht zwischen dem Alltagsbewusstsein und dem größeren entropischen Raum darüber geöffnet und ein bisschen von dieser Vielfalt dann in das Bewusstsein eindringen können. Bei Träumen ist es eine geläufige Erfahrung. Man findet in ihnen verwirrende Bilder zunächst mal, aber räumt ihnen trotzdem ein positives, kreatives Potenzial ein, wie in dem Kekulé-Traum zum Beispiel. Das Denken verlässt sozusagen den gewohnten Rahmen der Rationalität und auch der Ich-Betroffenheit und es wird nicht mehr resoniert. Kann ich das? Darf ich das? Was hat das für Konsequenzen? Passt das zu mir, was ich hier mache? Mal ein Beispiel. Ein überaus angepasster und erfolgreicher Geschäftsmann Mitte 40 träumt, dass er mit einem Porsche, den er gar nicht hat, mit überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei angehalten wird. 160 Stundenkilometer in der Stadt. Und mit großem Vergnügen ein Strafmandat entgegennimmt. Er übertritt im Traum heiter die gewohnten Regeln und stellt fest, dass es ihm gut tut, seine Angepasstheit hinter sich zu lassen. In der hypnotischen Trance ist die Dekonstruktion von Denkmustern nicht ganz so extrem wie in manchen Träumen und daher auch besser nachvollziehbar. Ein Beispiel, ein banales Beispiel vielleicht, aber es zeigt den Mechanismus. Eine etwa 35-jährige Dame verbringt täglich Stunden mit ihrem iPad und möchte das reduzieren, was ihr bisher nicht gelang. In der Trance wird ihr unter anderem das Märchen von Schneewittchen erzählt, das ja oberflächlich gesehen gar keinen Zusammenhang mit dem Thema zu haben scheint. Im wachen Alltagsdenken würde sie vermutlich gesagt haben, was erzählen Sie mir hier ein Märchen und überhaupt dieses hier, was soll das? Nach der Trance sagt sie jedoch, es sei ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Denn das iPad ist ja ein Apple, ein Apfel. Und Schneewittchen beißt in den vergifteten Apfel und fällt in einen Schneewittchenschlaf, so wie sie stundenlang vor dem iPad zubringt. Aber der Rucker auf dem Transport im gläsernen Sarg, vergleichbar mit der Filterblase im Netz vielleicht, lässt sie erwachen. Und dann hat der Apfel ja auch eine ungiftige Seite. Die Stiefmutter beißt ja in die süße Seite. Das heißt, eine halbe Stunde Apple am Tag ist als Diät verträglich. Hypnotische Trance ist offenbar mit einem kontrollierbaren Traum vergleichbar. Es öffnet das Bewusstsein zu mehr Entropie und verlässt die Ich-Bezogenheit. Hypnotische Trance wurde seit Freud als Zustand temporär geschwächter Abwehr betrachtet, indem es zu Veränderungen kommt, die sonst blockiert sind oder abgespalten. Dieser Zustand, der hypnotische wie auch eben die Träume beispielsweise, ist temporär, doch die Veränderungen sind nachhaltig. Ähnlich wie die Wirkung psychoaktiver Substanzen, was ja in den Untersuchungen bisher schon rauskam. Bis zur Ankunft der bildgebenden Verfahren konnte man hypnotisches Verhalten eher als Compliance betrachten, als Simulation in einem entsprechend inszenierten sozialen Kontext. Etwa, was Menschen aus Gründen der sozialen Erwünschtheit tun oder mitmachen, sei es auf der Bühne oder im Therapiezimmer. Aber inzwischen liegen hirnphysiologische Befunde zu, dass unter Hypnose objektiv neuronal nachweisbare Veränderungen stattfinden, außerhalb der willentlichen Kontrolle. Die sind nicht simulierbar. Im Bereich der hypnotischen Analgesie, bei Schmerzbehandlung, der Farbhalluzination, der hypnotischen Lähmung
und auch im kognitiven Bereich, im Strug-Test. Überall konnte man nachweisen, was sich im Gehirn verändert, wenn man entsprechend diese Veränderung im Verhalten beobachten konnte. Man erklärt sich diese Wirkung der Hypnose so, dass durch das Außerkraftsetzen des Default-Mode die hypnotisierte Person gewissermaßen ichlos oder ich schwach reagiert. Das heißt, ohne das bisherige Selbstbild, das Alltags-Ich zu beachten, ohne seine Handlung auf zukünftige Konsequenzen hin unmittelbar zu überprüfen und auf die Wirkung anderer auch nicht. Das heißt, ohne Bewertung vorzunehmen. Man sagt nicht zu sich, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das will ich nicht. Man nimmt es einfach zunächst mal vorbehaltlos hin, was einem die Bilder, wie in dem Fall eben das Märchen von Schneewittchen, anbieten. Das Selbstbild des Alltagsdenkens und dessen Begrenzungen sind abgespalten, die die Suche nach Lösungen und Ressourcen und nach Traumata und deren Bewältigung behindern würden. Darauf beruhen die zahlreichen therapeutischen Anwendungen der Hypnose, die ja vielfach dokumentiert und in vielen Büchern nachzulesen sind. Bis dahin. Interessanterweise hat Weizenhofer, ein Mann, der vor 20 Jahren gestorben ist, genauso alt wie Erikson und sein Zeitgenosse war und sehr viel geforscht hat, aber auch sehr viel klinisch tätig war, also ein Hypnoseforscher sein Leben lang, hat gesagt, wir leben in einem Schrebergarten unseres Alltagsbewusstseins und rundum ist die unendliche Natur, unser Unbewusstes, die wir nutzen könnten, aber die schiere Größe macht uns Angst. Deswegen sind wir so zögerlich. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Also die subjektive Wirkung psychoaktiver Substanzen ist nicht vorhersagbar. LSD, PCP, das ist Angel's Dust, Psilocybin, Methamphetamine, das Crystal Meth, können euphorische oder dysphorische Effekte haben. Auch bei derselben Dosis, bei derselben Person, zu verschiedenen Zeitpunkten. Es gibt keine gute Erklärung dafür, wann eine Substanz wie wirkt. Vage wird die Wirkung der Halluzinogenen Droge auf die Verfassung, den Mindset oder den Kontext, das Setting zurückgeführt, in dem sie eingenommen wird. Doch im Grunde ist das charakteristische Merkmal dieser Substanzklasse die Unvorhersagbarkeit ihrer psychischen Auswirkungen. Es wäre auch schwierig, pharmakologisch zu erklären, wie durch eine so geringe Menge von 50 Mikrogramm einer chemischen Substanz wie LSD so profunde und teilweise nachhaltige Wirkung in einem Körper ausgelöst werden, der 2 Millionen Mal so schwer ist. Man kann also sagen, dass auch nach über einem halben Jahrhundert Forschung eine pharmakologische Theorie der spezifischen Wirkung der Halluzinogene bisher nicht gefunden wurde. Vielmehr kommt unter dem Einfluss psychedelischer Substanzen generell zu einem Anstieg von Entropie, von Unordnung, von sozusagen Auflösung im Gehirn und am Zurücktreten des selbstreflektiven Denkens. Das bringt eine Unterbrechung der Rumination mit sich um das eigene Ich und damit die Chance zu einer heilsamen Rekonsolidierung von Verknüpfungen. In abgeschwächter Form bewirkt die hypnotische Trance ebenfalls diese Deaktivierung des DMN und damit verbunden eine Unterbrechung der ich-bezogenen Gedanken, die man im Falle von depressiven, süchtigen oder zwanghaften Patienten als Problemtrance betrachten könnte. Die mit der Hypnose verbundene Verminderung der Metakognition, des Denkens über das Denken über mich, wird nicht exogen, sondern durch mentale Anleitung bewirkt. Also nicht durch Substanz, sondern durch Training oder durch Anleitung. Und dadurch wird die erzielte salutogene Wirkung unter Umständen als Ich-Symptome erlebt und eher als eigene Kompetenz. Die Nutzung der Psychedelika zur Unterbrechung problematischer Gedanken und Gefühle bringt 3 Risiken mit sich. Einmal, dass die Substanz zur Dauermedikation reduziert wird und so lediglich das weniger wirksame Antidepressivum ersetzt. Damit würden die Psychedelika die Essenz, die spirituelle Erfahrung, geraubt werden, so wie es beim Microdosing der Fall sein könnte. Eine zweite nachteilige Entwicklung wäre, dass sich die Psychedelika in das Pharma-Menü einreihen, mit dem Menschen ihren
emotionalen Alltag, wo die Menschen ihren emotionalen Alltag optimieren, indem sie Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Stimmungsaufheller, Aufmunterungsmittel und so weiter einnehmen. Das heißt, ihr Leben sozusagen McDonaldisieren, standardisieren und kontrollierbar machen. Eine letzte weitere Gefahr besteht darin, dass sich die Psychedelika in den Wellnessbereich abdriften lassen, als rekreative Geschäftsidee vermarktet werden. Entweder in schicken Berliner Stadtwohnungen oder in neoschamanischen Retreats im Amazonas. Damit würde die Psychedelika für die Psychotherapie ihre Glaubwürdigkeit eher verlieren, wie schon mal vor 50 Jahren. Als Alleinstellungsmerkmal ist psychedelische Therapie nicht darauf angelegt, den Menschen möglichst gut mit pharmazeutischen Produkten zu helfen. Die unerklärliche Wirkung geringfügiger Mengen einer unter Umständen einmaligen Dosis von Psilocybin, DMT oder Mescalin legen nahe, dass die Wirkung der Psychedelika die rationale Wissenschaft, die sie zwar erforschen kann, aber nicht versteht, überschreitet, transzendiert. Es handelt sich nicht um Medikamente, sondern jeweils um eine Reise in einen Raum jenseits vom Alltagsdenken, von der man verändert zurückkehren kann, weil man mit etwas in Berührung gekommen ist, was größer ist als die von der Abwehr geplagte, eingeschränkte Form des Ichs. Es sollten die Psychedelika sowohl vor rekreativen wie pharmazeutischen Kommerzialisierungen geschützt werden. Ich könnte noch ein bisschen was sagen zu der politischen Seite der Verwendung von psychoaktiven Drogen. Psychoaktive Drogen haben nicht nur Wirkung auf das individuelle Verhalten, die sich physiologisch ergründen lässt und psychologisch begleiten lässt, wie etwa, dass serotoninähnliche Substanzen, alle, die ich genannt habe, Mescalin, LSD und so weiter, gedankliche Aktivitäten stimulieren und grundsätzlich antidepressiv sind. Es sind auch soziale Konsequenzen von Bedeutung. Zum Beispiel fördert Oxytocin das Vertrauen. LSD und MDMA vermehren Altruismus und Empathie gegenüber der eigenen Gruppe, aber Abgrenzung gegenüber Fremden. Amphetamine vermindern prosoziales Verhalten. Und Substanzen, die die Serotoninrezeptoren generell aktivieren, steigern die Sensitivität gegenüber Mitmenschen, Kontextvariablen, Geräuschen zum Beispiel. Oder die Medikation mit Antidepressiva wie Citalopram bewirkt, dass die Menschen soziale Verletzungen vermeiden und sich gegen unfaires Verhalten anderer wehren. Gleichzeitig vermindern die Antidepressiva und die Anxiolytika das Mitgefühl. Das ist alles zu bedenken, wenn man sich solchen Substanzen zuwendet. Intensive psychedelische Erfahrungen korrelieren mit liberalen politischen Ansichten, Offenheit, Naturverbundenheit, einem geringen Ausmaß von autoritären und politischen Ansichten, empirisch nachgewiesen. Die Wirkung ist aber individuell sehr unterschiedlich, wie man am Beispiel des eher rechtsorientierten und Psychedelika zugetanen Poeten Ernst Jünger sehen konnte. Ebenso weiß man aus Medienberichten über die Radikalisierung rechter Gruppen in den USA, die psychedelische Substanzen konsumieren. Es lässt sich also nicht eine Heilslehre der Friedfertigkeit aus dem Konsum psychoaktiver Drogen ableiten. Ebenso wenig, wie es in den indigenen Kulturen der Fall war, die Pilze, Ayahuasca oder Peyote gebraucht haben. Und darüber hinaus ist zu beachten, ich finde das wichtig, weil ja man angeleitet wird mit diesen Drogen außerhalb der Kliniken, dass der guru-geleitete Konsum von Psychedelika zum Machtmissbrauch führen kann. Es reicht also, des Gurus meine ich jetzt, narzisstischen Machtmissbrauch, es reicht also nicht, die Wirkung psychoaktiver Substanzen neuropsychologisch zu säkularisieren. Vielmehr ist es nötig, den kulturellen Kontext einzubeziehen. Damit würde aber auch eine strenge Trennung von anthropologischen und pharmakologischen Aspekten in der Forschung hinfällig werden. Und hier überschneiden sich die Geistes- und die Naturwissenschaften. Bis dahin. Ich möchte eigentlich dabei bleiben, man konnte noch ein paar Warnungen aussprechen, aber bis dahin, ich denke, die Potenziale der psychoaktiven Drogen und die Verbindung zur Hypnose, die auch gut geeignet ist, eben
die Nutzung der psychoaktiven Drogen zu begleiten, in der Einleitung, in der Nachbearbeitung, ist hinreichend belegt worden bisher und verspricht eben tatsächlich, neue Wendung in der Psychotherapie zu erleichtern. Entscheidend ist ja, dass man sowohl die Drogenerfahrung, die Ketaminerfahrung zum Beispiel durch eine Hypnose einleiten kann, dann verliert man den Patienten. Der ist dann in seinem, driftet dann über der Erde möglicherweise. Aber er kommt zurück. Und es gibt ein Zeitfenster von 48 Stunden, in dem die Suggestibilität, das wird Marc Jensen nachher noch beschreiben, die Suggestibilität erhöht ist. Und in dieser Stunde oder in diesen Stunden nach der Ketaminapplikation kann man eben sehr gut therapeutisch arbeiten. Und ich denke, dass es eine neue Wendung sein wird, die noch viele neue Erfindungen und viele neue Therapieformen, wie auch von Mario schon beschrieben, in Kombination erzeugen wird. Vielen Dank. Danke, Dirk, für diesen gleichzeitig so klaren und so unglaublich komplexen Vortrag, der sehr gedankenstimulierend in jede Richtung war. Und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, ob man da aus den Beiträgen nicht ein Buch macht. Also ich denke, allein wegen dem Beitrag müssen wir das Buch machen. Unbedingt. Weil das möchte ich gerne nochmal ausführlicher nachlesen. Weil das war jetzt eine weite Reise, die du da mit uns gemacht hast. Danke. Danke. Danke euch.